Ich hab's fast vergessen. Ich hab mega Lust auf Essen. Jodi, das essen wir niemals auf. Du hast gesagt, du hältst die Klappe. Jetzt halt doch auch mal die Klappe. Alter, du siehst so schwanger aus, gerade sehe ich. Auf den. Alter. Schatz, wir müssen ganz dringend für Weihnachten einkaufen gehen. Och, bitte, nicht schon wieder. Tja, mein Schatz, so ist das eben. Lässt sich leider nichts machen, aber ich entscheide, was wir einkaufen und nicht du. Was geht ab, meine Freunde, und welcome back zu einem neuen Video. Ja. Und in diesem Video sind wir gerade nämlich auf dem Weg zum Supermarkt. Und zwar steht Weihnachten vor der Tür, meine Freunde. Und das heißt, wir gehen einkaufen. Wir gehen einkaufen. Und Jodi darf heute mal bestimmen, was wir einkaufen. Ich halte mal diesmal meinen Mund. Du hältst aber wirklich dieses Mal deinen Mund. Ich probiere. Letztes Mal hast du auch gesagt, ja, ich bin still. Ich und dann probier's. Bei jeder zweiten Sache. Ja, ich kann da nichts für. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was es auf jeden Fall bei euch zu Weihnachten zum Essen gibt. Das würde mich echt mal interessieren. Und was es bei uns gibt, seht ihr vielleicht in dem Video oder vielleicht auf Instagram. Aber genau. Ich würde mal sagen, erstmal viel Spaß mit dem Video. Genau, viel Spaß. Zuallererst beginnen wir mal mit den Basics für Weihnachten. An Weihnachten gibt es bei uns Raclette und ja, da braucht man halt so ein paar Sachen, die, glaube ich, ja, das braucht jeder fürs Raclette, so Gemüse halt, Kartoffeln, Paprika, Tomaten, solche Sachen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Raclette am liebsten esst. Ich mag es mit mega viel Käse und mega viel Kartoffeln. Käse kommt natürlich auch noch. Ja, Raclette-Käse, stimmt. Was haben Sie da Schönes? Raclette-Käse, ich bin nur gerade noch am Preisen vergleichen. Ja. Wir schauen auf jeden Fall auf die Preise, weil Raclette-Käse gibt es natürlich von zig Firmen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr einen Raclette-Käse kennt. Oh, Fondue? Ist das Raclette Fondue oder was? Nein, das ist eine Mischung, es sind drei verschiedene. Also ich glaube, der heutige Einkauf wird mir bestimmt gefallen. Ja, wart ab, bis ich zu den Oliven komme. Oh nee, keine Oliven, Baby. Oh komm schon, das ist nicht fair. Du musst ja nicht essen. Elsa! Elsa? Wo? Da gibt es ein Elsa-Trinkjoghurt. Fruchtzwerge, Elsa. Ach komm schon, wir brauchen sowas. Da ist Elsa drauf. Wir haben letztens Eiskönigin zusammen geguckt. Ja. Zwei im Kino und ich bin eingeschlafen. Die haben so viel gesungen, ich konnte das echt nicht ab. Das wird zu viel. Marika! Marika! Nee, das wäre zu viel. Oh Gott, noch mal Elsa. Fruchtzwerge. Schatz, eigentlich wäre das... Fruchtzwerge. Ja, das wäre eigentlich was für uns... Wieso haben wir noch kein Kind? Ja. Später hast du Ausreden, weil es für deine Tochter ist. Aber jetzt ist es noch ein bisschen zu früh. Blöd. Was nehme ich denn da? Ich möchte trotzdem irgendwas. Hast du vielleicht Lust auf so einen Käsekuchen? Nee. Oh Mann. Nee. Oh, komm schon. Was nimmst du? Maxi. Maxi King? Was, seid, was seid ihr? Kinder Pinguin Freunde? Oder Kinder Maxi King? Oder Misch? Oder, nee, ciao. Ich hasse Milchschnitte auch. Immerhin Gott sei Dank. Da sind wir uns genau. Einig. Gott sei Dank sind wir uns da einig. Stimmt wohl. Oder? Das ist ein Butter für die Mutter. Das ist ein Butter für die Wir sind gerade mal seit gefühlt 5 Minuten da und der Einkaufswagen ist schon gut gefüllt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was jetzt noch alles reinkommt. Schlagsahne. Oh, was ich jetzt mal vergessen habe. Ich brauche einen Granatapfel. Granatapfel? Aha. Soll ich einen holen? Ja. Okay. Weißt du, wie ein Granatapfel aussieht? Ich bin mir nicht sicher, wie die aussehen. Aber ich frage sonst. Die sind so rot und haben oben wie so einen kleinen Hals. Okay, jetzt muss ich eine kleine Blüte, die noch zu ist. Ja, moin moin, sagen Sie, können Sie mir sagen, wo ich einen Granatapfel finde? Ja. Ja? Ich mal bei den Exoten hier gerade essen. Ah, super, danke. Jetzt bin ich auch mal fündig geworden. Sieht aus wie ein Granatapfel auf jeden Fall. Ist das ein richtiger Granatapfel? Das ist ein Granatapfel. Super. Mit einem Hals, der aussieht wie eine kleine Knospe. Okay. Ich hab's fast vergessen, ich hab mega Lust auf Pudding. Ach komm schon, das gibt's zu Weihnachten. Nein, das ist ja nicht. Ach Schatz. Knackige Mousse mit dunkler Schokolade. Aber kannst du nicht irgendwas nehmen, was ich auch mag? Wie kann man das nicht mögen? Ich verreck. Entschuldigung. Was denn? After Eight Mousse. Ja, schön. Happy Birthday, ich hasse Pfefferminze. Ich liebe es. Echt? Sollen wir für dich noch einen extra mitnehmen? Hm? Nein. Nein? Nein. Oh mein Gott, wie geil. Schreib mal in die Kommentare, mögt ihr After Eight? Nein.
Mögen wir nicht. Da gibt es ja zwei Lager. Manche feiern so sehr wie ich. Und einige hassen so sehr wie ich. Einige hassen es, ja. Ich möchte Vanillekaba. Ich habe da was entdeckt. Vanillekaba? Vanillekaba. Was ist das denn? Siehst du hast sonntags immer, das heißt nicht Kaba, das heißt Kiba. Das Kiba? Heißt Kaba. Was heißt Kiba? Kirsche und Kiba Orange? Kiba ist Kirschbananensaft. Okay. Alles falsch gemacht, das war falsch. Vanillekaba. Kaba? Wir haben keinen Kaba mehr zu Hause, ne? Doch, Schokokaba schon. Aber kein Vanillekaba. Jodi. Was denn? Ich kann gerade schon keinen Kaffee trinken, dann werde ich wohl ein bisschen Vanillekaba kriegen. Oh Mann. Das Wichtigste habe ich vergessen. Willst du mir noch schnell meinen Käse-Schinken-Croissant, bitte? Den tu. Was man nicht alles für seine schwangere, hochschwangere Frau im 9. Monat tut. Ich bin gestern um 10 Uhr abends zum Rewe gegangen, weil sie Sodbrennen hatte und habe hier Milch besorgt. Und jetzt scheucht sie mich hier quer durch den Rewe. Die Brotabteilung, da sind wir doch glatt vorbeigegangen. Und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Rewe hat echt Schinkenkäse-Croissants. Da nehme ich mir glatt auch mal eins mit. Ich bin echt gespannt, ob die besser sind als die im Lidl. Was sagt ihr? Kennt ihr die vom Rewe? Okay. Käse-Schinken-Croissant. Ich durfte mir doch auch eins mitnehmen, oder? Die sehen echt gut aus, muss ich sagen. Bin gespannt. Ja, normalerweise sind die vom Lidl ja tatsächlich die besten. Ich hab was entdeckt. Na? Ja gut, die sind wirklich geil. Da schweige ich mal. Da sage ich mal jetzt nichts zu. Die sind wirklich gut. Das hätte ich gern. Schatzi. Haribus? Fahr-Haribus? Haribus für unsere Gäste? Für unsere Gäste oder für dich? Ja, wollte ich gerade sagen. Weißt du noch, wo wir das letzte Mal hier waren und gesucht haben nach veganen Haribus? Nicht gefunden. Das war ein Ding. Vegetarisch. Boah, die sind geil, Waldgeister. Nee. Freche Füchse. Das sind Bärchenpärchen. Echt? Das sind kleine Bärchenpärchen. Oh, wie süß, das sind wir. Ja, das sind wir mit. Die Bella ist auch geil. Jodi, das essen wir niemals auf. Du hast gesagt, du hältst die Klappe. Jetzt halt doch auch mal die Klappe. Alter. Mag ich jetzt extra. Ey, das bezahle ich diesmal mit meiner Karte, ne? Tja, merkst du was. Du solltest besser mal die Klappe halten. Ich kaufe jetzt nur aus Frischkampfino. Was ist das überhaupt? Vulcano. War die letzte Packung. Wo ist denn unser Wagen hin? Sag ich dir nicht. Ich sag dir nicht, wo der Wagen ist. Extra nicht. Na toll. Oh Mann. Schatz, wir haben noch ganz viele Chips. Auch egal. Ach komm schon. Die Leute werden dich wieder zerreißen. Zu Recht. Hey, Leute, bitte, kommt schon. Gib mal dem Video trotzdem einen Daumen nach oben. Komm, dann können wir brauchen. Alter, du siehst so schwanger aus, gerade sehe ich. Auf dem. Alter. Schoki wäre doch noch geil. Schoki? Als ob wir nicht genug Schokolade zu Hause haben. Gar nicht. Wir haben gerade gar nicht zu Hause Schokolade. Ich darf ja alles nicht essen, weil es in irgendwelchen Päckchen drin ist. Ja, weil wir noch testen wollen. Weil wir noch testen wollen. Für Videos brauchen oder sonstiges. Triolade. Was ist denn Triolade? Oh nee, das sieht langweilig aus. Das komm schon. Nimm mal so eine Mandelkaramell oder sowas. Nee. Sich immer diese Videoideen mitmachen, ne? Wer macht hier die Videoideen mit? Hier, Toffee Ganznuss, das ist doch was für dich. Was ist? Hier, Toffee Ganznuss. Hier. Das ist wie Toffifee. Du willst das haben? Nein. Doch. Nein. Doch. Oder Strawberry Cheesecake. Nee. Wie, nicht? Nein, das muss man gar nicht so fruchtigen Kram in Schokoladegürtel rein. Peanut Karamell. Ja Gott, ich nehme doch die Ganznuss. Na, ich helfe dir, mein Schatz. Ah, stimmt ja, die wollten wir mal testen, Leute. Sollen wir mal vegane Schokolade testen? Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Und ich bin dieses Jahr auf eine richtig coole Idee gekommen. Ich habe mich inspirieren lassen von unserem Spanien-Urlaub dieses Jahr. Da haben wir nämlich unter anderem so richtig geil überbackene Nachos gegessen. Deswegen dachte ich mir, warum Nachos eigentlich nicht ins Raclette mit reinpacken und mit Käse überbacken? Guck mal, jetzt gibt es aber welche mit Salz oder mit Käse schon. Was sagst du? Doppelkäse ist schon geil. Doppelkäse ist immer geil, ne? Da bin ich mal ausnahmsweise auf deiner Seite. Was mit dem Käse? Welchen Käse? Raclette-Käse drüber? Ja, Raclette-Käse einfach drüber. Das ist voll die geile Idee. Ja. Ne? Und darauf hat Jodi gerade mega, wie sagst du immer, Spleen. Ich habe momentan echt wieder das Gefühl, dass sie vielleicht noch so einen Schub macht. Ich habe nämlich
Nachts? Nachts oder einfach aus der Reihe mega Hunger. Ja. Und da ist echt so eine 5-Minuten-Regel. Ich weiß, es ist nicht das gesündeste auf dieser Erde. Bitte aber es verschont geht, mich es in geht, den Kommentaren. Ja, aber es geht schnell halt und vor allem nachts. Genau. Manchmal höre ich nur so, ich wach kurz auf und höre nur so. Ich weiß, welchen du willst. Warte. Und zwar hier. Kartoffelbrei und Röstzwiebeln und Croutons. Das esse ich sehr gerne tatsächlich, aber da haben wir noch zwei zu Hause. Oh. Weißt du, was ich auch mega gerne esse? Es ist so Gulasch. Ihh, ist dein Ernst? Ja. Zum Glück isst du das nur. Pfui, Deibel, das ist gar nicht meins. Das sind ja so die Lebensmittel, auf die ich gar nicht stehe. Ananas und Oliven. Das sind so die zwei Dinge, die kann ich auf den Tod nicht ab. Aber ich liebe Ananas, deswegen kommt's mit. Sie läuft hier wie so ein kleines Kind, so mit ihren Spielzeugen. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind alles Dinge, die ihr sonst sagt, das mag ich nicht. Das wollen wir nicht für dich alleine und jetzt darf ich. Weil du ja sonst nie darfst, ne? Genau. Die Leute werden wieder in die Kommentare schreiben, Emanzipation, darfst du sonst nichts? Genau, sie darf nur, wenn sie schwanger ist, nur damit ihr Bescheid wisst. Schatz, ich bin gerade ein bisschen unpässlich. Holst du mir mal ein Deo? 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 Ich habe keine Ahnung, Deo. Ich habe keine Ahnung, welches Deo du nutzt. Ja, von Far, dieses so ein dunkellila, das ist das. Irgendwas mit Oriental Moments. Geh mal suchen. Das wird zu witzig, ne? Ja. Bring mal ein paar zur Auswahl. Guck mal auf hier. Ein schlauer Mensch fragt einfach eine Mitarbeiterin. Wo finde ich denn für die Frauen ein Far-Deo? Ein Deo von Far, von der Marke Far. Das ist unter der Bildung rechts. Ach, schauen Sie, so einfach. Dankeschön. Das hier, ganz rechts. Das ist nicht, das ist braun. Keine Werbung für Far. Bitteschön, ist das das Richtige? Jodie versucht jetzt in den Wagen zu werfen. Na, komm schon. Oh, geschafft! Nein, das ist die falsche Abteilung. Geh weiter. Das dauert 3 Jahre, bis wir da wegkommen. Die Zeit haben wir heute nicht. Pflege, was? Ich hab keine Ahnung. Sollen wir nicht für die Zuschauer einfach auf unserem Zweitkanal ein irgendwie Pflegeprodukte-Haul von dir machen? Das ist viel einfacher. Die brauche ich. Das sind die besten Extensions ever. Du hast doch gesagt, du brauchst Extensions. Ja, ich kauf sie, dann können wir Partnerlook machen. Ja, ich kauf sie dir zu Weihnachten. Wie geil ist der hier? Olaf, geil. Ich will die haben. Komm schon, Jodi. Oh, das sind Olaf-Gläser. Die braucht niemand. Unsere Tochter in ein paar Jahren vielleicht. Ja, alles mit der Zeit. Glaub mir, wir werden noch ganz viel davon haben. Ich verspreche es dir. Let it snow. Ach, die Sonne in der Dose. Schätze, kommst du eigentlich gar nicht ran? Klar, siehst du? Ganz flockig. Ich sag's dir, der Einkauf wird so 300 Euro kosten. Letztens im Kaufland waren es irgendwie 80, gefühlt sah es aus wie 200. Echt, magst du die? Ja. Oder nee, ich liebe auch einen besonderen. Der muss mit für Weihnachten. Echt? Ja. Der grüne? Ja. Fui Deibel. Der ist voll lecker. Also hier würde ich sehr gerne ja mitbestimmen. Oh komm Schatz, wähl mal keinen Blödsinn aus. Ja okay, damit bin ich einverstanden. Okay, den nehmen wir mit. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, wie viel hier in dem Einkaufswagen drin ist. Schreibt mal genau jetzt in die Kommentare. Die Auflösung folgt gleich. Das sieht echt, ja, ist in Ordnung. Was schätzt du, mein Schatz? Was sagst du? Komm, hau mal eine Zahl raus. 98,70 Euro. Ich sage 130 Euro. Du lagst auf jeden Fall näher dran. Ja, ich hätte 98,70 Euro. Ja, ich hätte jetzt gedacht, das wird teurer. 3 Tüten, 100 Euro. Haben wir aber gut drauf geachtet, ne? Geht eigentlich klar. Der Moment, wenn die Schwangere nichts tragen darf und du wieder alles tragen willst. Wie immer. Ja, ich will dir natürlich fragen. Du hast gerade gesagt, ich darf nicht. Freunde, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch natürlich frohe Festtage. Genau. Ne? Und dann sehen wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Food. Noch mehr Food. Ciao. Komm ab zum Auto, mein Schatz. Oh, meine Schulter stirbt jetzt schon. Heul nicht rum. Live-Geschmackstest, ob das Rewe-Schinken-Käse-Croissant schmeckt. Bist du auch? Ja, natürlich. Dann einfach mal reinbeißen. Die werden noch für mich.
Nee, Leute, Lidl hat immer noch die besten Schinken-Käse-Croissants. Ist okay, aber ist nicht das vom Lidl.